Volksfreund.de hat den blinden Wolfgang Jacobs durch die Konzer Innenstadt begleitet. Für ihn wird vieles, was für Sehende belanglos ist, zum ärgerlichen Hindernis. Dieser Stelle, diese Laterne steht schlecht. Wild ausgedrückt, ja. Man kommt drauf, man kann gar nicht vorbeigehen. Von der Schillerstraße geht es zunächst zum Rewe-Kreisel. Wenn man nichts sieht, muss man sich auf dem Weg ganz schön konzentrieren. Ich weiß noch, hier ist eine Querung, die auf die andere Seite zum Rewe-Markt führt. Wenn ich mich recht entsinne, sind 37 Schritte bis zur Querung. Keine Mängel hat aus Jakobs Sicht der neu gestaltete Bahnhof. Dort kommt er gut ohne Hilfe klar. Ah, hier ist jetzt ein Orientierungspunkt für Sehbehinderte. Da ist ein Aufmerksamkeitsfeld. Ja. Muss man da loben. Das hat schon gut hingekriegt. Durch die Unterführungen geht es in Richtung der Bahnhofstraße. Gehen wir hier geradeaus. Da wäre eine Treppe. Rechts ist wieder die Rampe. Ja, wir können auf die Treppe gehen. Ja? Ganz anders sieht die Situation in der Brückenstraße aus. Dort fehlt jedwede Barrierefreiheit. So, jetzt haben wir eine Hauskante. Und dann Vorsicht, der parkt den Bürgersteig zum Beispiel mit dem Auto. Das wär für Sie ja auch, oder hier sind ja Parkplätze sogar, ne? Aber ja, das ist für Sie ja schlecht. Mitten auf der Straße ist nichts, wo ich mich orientieren kann. Genau, deswegen, ich nehme Sie nochmal an die Hand gerade. Ja. Ne? Also das wäre jetzt ein Punkt, der gar nicht barrierefrei ist, denke ich mal. Ne? Nee. Also, okay. So, und jetzt kommen wir bald dahin, wo ein Zebrastreifen sein soll. Doch auch dort fehlen Orientierungspunkte. Die Zebrastreifen an der Schillerstraße sind für Blinde laut Jakobs ungeeignet. Jetzt sind Sie am Zebrastreifen. Aber Sie merken nicht, wo die Straße anfängt, oder? Und jetzt kommt hier die zweite Fahrbahn. Haben Sie auch nicht gemerkt. Und jetzt sind Sie Richtung Samosel-Zentrum am Bürgersteig wieder. Und was würden Sie da sagen? Was braucht der Zebrastreifen, um sich zu orientieren? Es gab früher diese Zebrastreifen, da waren die Streifen ein bisschen erhöht. Das wäre ohne viel Aufwand zu machen. Eine Sache, um die sich der Blinde schon länger bemüht, ist eine barrierefreie Ampelanlage an der Granachstraße. Bisher konnte er noch nichts erreichen. Allerdings verspricht der Landesbetrieb Mobilität, dass er sie erneuern will. Einen Zeitplan könne er noch nicht präsentieren, sagte ein LBM-Sprecher auf Anfrage von volksfreund.de. So, dann drücken wir mal. Genau. Und jetzt jetzt ist da hinten rot, wie wir sehen. Ne? Und wie würden Sie jetzt das beurteilen, dass Sie gehen können? Ich würde mich hüten, darüber zu gehen. Also Sie gehen über diese Straße, ist für Sie ein unüberwindbares Hindernis? Das ist ein unüberwindbares Hindernis. Okay. Denn die kommen ja auch hier von allen Seiten. Ja. Mal hat die eine Grünphase, mal die andere. Also das heißt quasi, Ihr Bereich endet an der Granachstraße. Ja. Also Ihre Freiheit wird hier eingeschränkt. Ja. Okay. Eindeutig. Ja. Das ist alles eine Frage der Kosten. Ja. Und auch das ist nicht weltbewegend. So, ich habe keine Ahnung, was so eine Signalanlage für die Ampel kostet. Aber es wird nicht die Welt sein. Mhm. Nur man muss das machen wollen. Ja. Also denken Sie, ist das eher ein politisches Ding? Das ist ein politisches Ding. Ich bin da seit August letzten Jahres dran. Ja. Jetzt haben wir mittlerweile Juni. Nichts. Mhm. Ja, es ist in den Gremien. Das ist ein Satz, wenn ich den schon höre. Da bin ich schon bedient. Hm. Was brauche ich für so ein Ding Gremien? Hm. Das kann der Bauhof machen, Herr Lustreich.